Hallo Leute und willkommen zurück zu Emilys Message in a Bottle. Wir sind auf Ginos Bauernhof und machen weiter mit Level 34. Ein tiefes Problem. Paige muss lernen, dass es keine gute Idee ist, wenn man sich zu nah am Brunnenrand aufhält. Andere haben nicht so viel Glück. So, Kohl haben wir, Gorgonzola haben wir und jetzt wollte ich endlich mal wissen, was das hier ist. Das sollen wirklich schwarze Trüffel sein. Na gut, weiße Trüffel, Fleischklöße mit Trüffel. Alles klar. Und der Laden sagt, wow, hier gibt es viel, was wir kaufen können. Dass Apfelwein vergossen wird, das kaufen wir auf jeden Fall. Das dauert nämlich ziemlich lange. Und dann legen wir mal los. Paige! Paige, du weißt doch, was Mama über den Brunnen gesagt hat, oder? Klettere nie auf den Brunnenrand. Nie, nie, nie. Besonders nicht dieser. Scheinbar wurde der schon seit Jahren nicht mehr repariert. Und glaub mir, Paige, deine Familie hat viel Pech mit Brunnen. Wirklich? Irgendwann werde ich dir alles darüber erzählen. Jetzt lauf weiter, aber halte dich von Truffles fern. Okay, was genau meint der François mit Brunnen? Ich überlege gerade. Der einzige Brunnen, der mir einfällt... Das war ja nicht wirklich ein Brunnen, ne? Im Teil davor, dieses, wo Patrick dann reingeklettert ist für die Blume. Aber das war ja nicht wirklich... Das war nicht wirklich ein Brunnen. Ich überlege gerade. Bei den anderen Teilen, die wir so gespielt haben, war da irgendwas mit einem Brunnen? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt ja auch noch einige Vorgängerteile, die ich noch nicht gespielt habe. Also privat habe ich ja den gespielt, wo Patrick und Emily heiraten. Aber die davor halt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war da irgendwas mit einem Brunnen. Keine Ahnung. Solltet ihr das wissen, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Das wäre ganz schön. So, kommen da jetzt mal neue Trüffel nach? Das wäre voll super. Ihr bekommt einmal den Obstkorb, da wird einmal abgeräumt. Wir schnappen uns das. Das war ein bisschen unlogisch, was ich hier gemacht habe. Aber okay. Oh, Karl. So, achso, natürlich klicken. Darf ich ja nicht vergessen. Natürlich. So, dann zwei Stückchen Brot für dich. Beppe, du gehst hier hin. Dann sammeln wir eben das Ei ein und machen da wieder sechsmal Milch, schnappen uns den Kohl und den Gorgonzola. Essen ja hier einfach so einen Kohlkopf, die Kinder, sich das richtig. Ist ja auch lustig. So, das ist zweimal für dich, bitteschön. Dann können wir direkt kassieren, Sondersamen freigeschaltet, okay. So, Eier sind gerade nicht da, Trüffel sind nicht da, Milch haben wir. Dann ist das auf jeden Fall für dich und das auch nochmal. Ich lasse dich ein bisschen stehen, denn eigentlich müssten die Kinder hier gleich fertig sein, ne? Genau. Edward, du gehst hierhin, wir kassieren 1385 Punkte. Dürfte auch kein Problem sein. Zweimal der Obstkorb für euch, bitteschön. Er ist noch ganz schön lahm, ne? Sommerfrüchte freigeschaltet. Ja, noch ist er wirklich ganz schön lahm. Für dich auch Apfelwein und Gorgonzola. Oh, das habe ich nicht gesehen. Dass du das hier noch möchtest. Können wir das in einem Abwasch machen? Wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Aber vielleicht klappt es. So genau, dann komm hier zur Kasse. Dann haben wir da noch eine schöne Kombo. So, schnappen wir uns eben das. Schnappen wir uns auch nochmal das Ei. Da sind nochmal Trüffel. Und du bist dann auch soweit. Okay. So, einmal das komplette Brot. Zweimal Gorgonzola. Also hier finde ich es jetzt gerade noch nicht schwierig. Also klar, hier wird noch was dazukommen. Das könnte ich mir vorstellen, da kommt noch eine Sache hinzu. Aber da war das an den Docks schon ein bisschen schwieriger, ne? Weil die Laufwege einfach viel weiter waren. Also ich meine, oh Mist, hätte ich jetzt auch eine Kombo beim Servieren machen können, ne? Egal. Ja, ich habe das Gefühl, hier sind die Laufwege nicht so weit gut. Man muss jetzt da oben hin, aber weiß ich nicht, ob das jetzt so das Ding ist, ne? Da können wir noch einen Trüffel einsammeln. Das war gerade auch gar nicht so wichtig. So, dann haben wir einmal das Spiegelei. In der Zwischenzeit machen wir den Obstkorb fertig. Schnappen uns das Brot, schnappen uns den Kohl. Schnappen uns dann das Spiegelei. Und dann bekommst du das und das, weil das gerade schneller geht. Und dann machen wir das so und so. Hätte ich auch eine Kombo machen können, aber egal. So, hier wieder wild rumklicken. Davon haben wir sechs. Da können wir noch ein Ei einsammeln, wenn es denn sein muss. Hier können wir eben abkassieren. Beppe schicken wir hier hin. Apfelwein ist auch fertig. Ihr bekommt das. Und zwei Stückchen Brot. So, ihr seid auch soweit fertig. Ach komm, ich kann kassieren, ne? Das sollten wir hinbekommen. So, zweimal das und einmal das. Pass auf, dann machen wir hier eine schöne Kombo. So. Juhu, dann komm schnell nach unten. Dann können wir nämlich hier zusammen abkassieren. Ach, super. So, wollen wir noch einen vierten Trüffel sammeln? Brauchen wir wahrscheinlich nicht, ne? Ihr seid da jetzt fertig. Abräumen, abkassieren. Das läuft doch gut. So, ihr bekommt einmal Trüffel, dann einmal Kohl und zweimal Gorgonzola.
So, und der letzte. Was möchte der? Der möchte doch bestimmt ein Spiegelei, ne? Deshalb haue ich das direkt schon in die Pfanne. Ich wusste es. Ich wusste es doch. So, bitteschön, das ist für dich. Und wir haben Spiegelei mit Gemüse freigeschaltet. Mein Gott, was wir alles jetzt hier freigeschaltet haben, ging jetzt super schnell wieder, ne? So, Kinders, seid jetzt mal fertig. Hier, der Tag ist vorbei. Wir haben lange genug hart gearbeitet. Truffles, Peppe, Lilly. Wer war das? Warst du das, Lilly? Dann warst du das doch, Peppe, oder? Also, wenn du denkst, dass ich das aus meiner eigenen Tasche bezahle, dann liegst du ziemlich falsch. Ich sage dir doch immer wieder, dass du deine Hörner am Baum schärfen sollst, aber nein. Bitte. Peppe, was tust du? Jetzt müssen Emily und Co. ihn da rausholen, ne? Das wird ja lustig. So, kommt jetzt erst die Prüfung, oder? Ja, ne? Erst kommt die Prüfung. Mausinvasion Teil 2. Oh nein, Mäuse haben den Bauernhof überfallen. Sie sind wirklich überall. Okay. So, Sommerfrüchte freigeschaltet. Sondersamen, Spiegelei mit Gemüse. Und was leisten wir uns jetzt, Wasserstelle? Zwei Trüffel, was machst du nochmal? Du hilfst die Eier einsammeln, ne? Doppelt so viele Hühner? Ach, ich weiß gar nicht. Was ist das hier? Schneller bewegen. Wisst ihr was? Kaufen wir erstmal das hier. So, fange alle Mäuse. 25, 30, Gott, 30? Ich weiß es nicht. Erstmal das hier wieder herstellen. Da ist noch einer. Also das bedeutet mal wieder relativ ruhig sein, damit wir auch schön alles hier mitbekommen. So, Apfelwein ist fertig. Da ist noch einer. Dann einmal Brot, einmal das. Bitteschön. Da ist noch einer. Wir melken mal eben fix die Kuh. Dann habe ich hier hinten noch was gehört. Das für dich, das für dich. So, Mäuschen, wo seid ihr? Wo seid ihr? Irgendwo hier habe ich was gehört, genau. 1230. Ist nicht wenig für so eine Prüfung. Was ist das denn? Ah, das sind die Sondersamen, ne? Da ist eine Maus, bitteschön. Du wartest noch ein bisschen, da wird abgeräumt. So, eben schnell die Kuh melken, weil in der Zeit hat man immer gut Zeit zu gucken, wo hier Mäuse sind. Das hier zweimal, das hier einmal. So, dann ist das für dich. Jetzt muss ich hier oben klicken, da kann ich gerade nicht gucken. Noch ein Trüffel, ach, da ist eine Maus. Okay, dann hier abkassieren, da ist noch eine Maus. Davon fünf, davon drei, wir sollten noch ein Ei einsammeln. Da ist noch eine Maus, über die Hälfte haben wir schon. Super, ich habe noch eine gehört, hier. Was möchtest du, meine Liebe? Entscheide dich. Hier wird erstmal abgeräumt. So, Spiegelei und Milch. Das war jetzt ein bisschen sinnlos. Aber gut. Da ist noch eine. Bekommst du das? Dann kassieren wir aber auf jeden Fall. So, dann bekommst du das und da. Oh, Mist. Die Maus habe ich verpasst. Da war nämlich gerade eine. Beppe, du gehst hier hin. Da ist noch mal eine. So, Apfelwein. Wie gesagt, wird hergestellt. Das ist für euch. Habe ich nicht gerade hier hinten was gehört? Da unten. Gibst du das mal bitte ab? Da war auch noch eine Maus. Habe ich die noch bekommen? Ich weiß es nicht. So, dann wird hier abkassiert. Wie viel brauchen wir noch? Fünf? Ne, vier. Vier, glaube ich, jetzt noch. So, da ist noch eine. Du gehst hier hin. Dann ist da noch eine. Und dann bekommt ihr das hier und das hier und das hier. Nehmen wir das direkt mit. Das ist dann für dich. Ich habe noch eine gehört, sehe ich aber gerade nicht. Ey, ey, hast du das nicht mitgenommen? Hast du das nicht mitgenommen? So, wieder wildes Klicken. Da wird abgeräumt. Dann warten wir noch mal eben kurz. Dann machen wir hier eine Kombo. Und das war der letzte. Ach, super. Gab das keine Punkte? Gab das keine Extra-Punkte? Ach, Manu. So, Beppe, da oben hin. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was die Punkte angeht. 800, knapp 800 haben wir. So, aufräumen, dann das Brot und zweimal Gorgonzola für euch. So, dann würde ich sagen, sammeln wir den Trüffel ein. Wir melken eben die Kuh. Eier haben wir noch vier, das ist weit in Ordnung. Apfelwein steht auch bereit, den nehmen wir auch direkt mit. So, dann kann ich da direkt nochmal einen neuen herstellen. So, dann ist das für dich, meine Liebe. Können wir direkt kassieren. Ich hätte auf die Kinder warten sollen, aber egal. So, Trüffel und Kohl für euch. Da holen wir noch einen Trüffel. Hier wird abgeräumt und da warten wir noch mal eben. Was der nette Mann hier möchte, der möchte den Kohl. Und einmal den Obstkorb. Bitteschön. So, Beppe geht hier hin. Sorgt für gute Laune. 200 Punkte noch, ja. 100 Punkte noch, 130. Da schnappen wir uns das Ei. Ihr bekommt dann das Spiegelei und einmal den Apfelwein. Da wird abgeräumt. Du wartest auch noch einen Moment. So, dann machen wir das hier nämlich fertig. Du bekommst dann schon mal das. Und dann machen wir noch das Spiegelei und das Brot. Oh Mist, er verliert schon. Dann machen wir das doch so.
Dann machen wir das doch so. Ich klicke das schon mal an. Oh Gott, nein, 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 nein. Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Hat es alles noch gepasst? Ja, ne? Hat alles doch gepasst. So, dann geht Beppe da oben hin. Und dann haben wir es ja schon. Ach, toll. So, Apfelwein, dann einmal Milch. Das war jetzt alles ein bisschen viel auf einmal. Ne? Und das Ei habe ich auch gar nicht angeklickt. Na, super. Na, super. Ist ja richtig gut. So, können wir kassieren. Dir können wir das hier eben bringen. Dann haben wir auch das Ei endlich, was ihr dann endlich mal bekommt. Nach Ewigkeiten. Bitteschön. Und geschlossen haben wir auch schon, ne? Ja, haben wir das auch geschafft. Boah, Gino, du bist doch so dreckig, ne? Also jetzt mal wirklich. Nicht nur, dass dein Bauernhof hier nicht ganz so tippitoppi aussieht, siehst du auch nicht ganz so tippitoppi aus. Ja, komm, wir sammeln mal noch Trüffel, weil es einfach so schön ist. So, Leute, ihr lieben Bauern, beeilt euch jetzt mal. Wir wollen Feierabend machen. So, geschafft. Und was kommt als nächstes? Level 35. Ein missverstandenes Schwein. Gino ist unauffindbar, daher müssen jetzt Emily und Edward eingreifen, wenn Schweine nur reden könnten. Ach nee, laden können wir sowieso nichts machen. Gino? Gino? Wir müssen wirklich mit dir über das Treffen reden. Ob er das nun will oder nicht, es sieht wirklich so aus, dass er hier heute Hilfe braucht. Du weißt doch noch, wie man eine Kuh milkt. Nun, das werden wir dann sehen. Okay. Okay, also sie bedient, er putzt und François haut einfach ab, ne? Natürlich. So, den Apfelwein machen wir auf jeden Fall schon mal fertig und bringen dir dann das hier. Dann können wir eben fix die Kuh melken. Du gehst hier hin, wir kassieren aber auch direkt. Und dann gibt es keine Eier, dann können wir hier nochmal die Kuh melken, einfach weil es so wunderbar schön ist und weil, keine Ahnung, damit Emily das auch bloß nicht verlernt. So, drei Trüffel? Trüffels, du musst Trüffel finden, los! Altes Trüffelschwein, da, hast du einen gefunden. 1456, so, Zwiebeln für dich und ein Stück Brot. Weißt du, einfach so zwei Zwiebeln und ein Brot. Das wünscht sich jedes Kind. Knoblauch-Focaccia freigeschaltet, super, da wird abkassiert. So, zweimal Trüffel, dann einmal das und dann einmal das dazu. Ach, jetzt kapiere ich das. Habe ich Karl gehört? Ja, da ist Karl. Habe ich einen Trüffel vergessen? Jetzt kapiere ich das aber auch mit den Trüffeln. Weil ich am Anfang so sagte, so, hä, was soll das sein? Erstmal sieht es ja nicht aus wie Trüffel, aber ich glaube, die Sache ist einfach die, dass es sich jetzt nicht hierbei um die Trüffel handelt, die man so isst, ne? Als Delikatesse, sondern hier die Trüffel mit Schokolade, wisst ihr, so Trüffelpralinen. Ich glaube, das soll es sein. Deshalb auch Schokolade und Mandeln drumherum. Aber okay. So, dann soll ich hier schon kassieren? Ich warte noch mal eben. Sag mal eben den Trüffel da vorne ein. Nee, pass auf, dann kassieren wir. Das kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Dann machen wir das. Sag mal, Emily, was ist mit den Eiern das Problem? Klicke ich da manchmal nicht ganz genau? Oder wo ist das Problem? Ich habe das noch nicht so, verstanden, was du da für ein Problem hast. So, kann ich denn jetzt hier schon kassieren? Ja, komm. Müssen wir gleich ein bisschen Gas geben. So, Kohl für dich und das für dich, bitte sehr. Dann kannst du noch einen Moment warten, bis sie sich entschieden hat. Hoffe ich doch. Ich bleib mal hier oben stehen, falls sie die Milch möchte. Ach, wie gut. Sie möchte aber auch das hier und das dauert natürlich. Na, komm schon. Na, komm schon. Das kriegen wir doch noch hin. So, das ist dann für dich da oben. 700 Punkte. Wir müssen uns beeilen. So, den Trüffel nehmen wir mit. Hier machen wir eine Kombo mit den beiden. Dann bekommst du zweimal das hier. Mist, wenn ich das gewusst hätte, dass du dich so fix entscheidest, hätte ich natürlich noch gewartet. So, Kuh können wir nochmal melken, genau. Wir da wieder sechs haben. So, zweimal Trüffel. Trüffelpralinen. Und dann möchtest du doch gleich bestimmt hier so einen wunderbaren Apfelwein, oder? Nein, du möchtest auch Trüffel, weiße Trüffel freigeschaltet. Und das hier nochmal. Dann bekommst du das. Dann kassieren wir. Truffles, du musst ein paar mehr Trüffel finden. Wir haben noch einen. Das ist nicht so gut. So, dann wird hier schon mal kassiert. Apfelwein haben wir, wie gesagt, bereit. Das ist gut. Wir könnten natürlich mal ein Ei auf Vorrat haben, aber muss auch nicht unbedingt sein, ne? Klappt ja bisher alles einigermaßen gut. So, Schweini, jetzt find noch mal ein paar Trüffel. Das sieht doch gut aus da. Nee, doch nicht. Schade. Zweiten Stern haben wir aber gleich. So, ihr bekommt das Spiegelei und den Kohl dazu. So, Spiegelei ist fertig. Das nehmen wir mit. Das bringen wir dir, meine Liebe. Dann klicken wir ganz fix. Holen uns dann den Apfelwein und einmal den Obstteller.
Hast du alles mitgenommen? Ja, hast du. Super. So, den hier machen wir dann direkt mal an. Füllen das Ganze nochmal. Du bekommst Gorgonzola und Brot. Bitteschön. So, da haben wir noch einen Trüffel. Den schnappe ich mir mal, falls ihr jetzt irgendwie zwei Sachen bestellt. Zwei wunderbare Trüffelpralinen. Was mache ich hier? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier mitnehmen und ich wollte auch das Obst mitnehmen. So, Beppe, du gehst hier hin. Ei könnten wir uns nochmal schnappen, wobei ich glaube, so viele Leute werden jetzt mit Sicherheit keine Eier mehr bestellen. Nein, denn wir haben geschlossen. So, für dich kann ich aber mal eins machen. Falls du das zufällig haben möchtest, dann habe ich das schon, aber möchtest du nicht. Okay, bitte sehr. Verbrennt das gar nicht? Ach doch. Doch, jetzt verbrennt es. So, 1500 Punkte hat doch gut funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie der Gino da wieder rauskommt, beziehungsweise wie die anderen darauf kommen, dass der Gino überhaupt da drin ist. Aber okay. Mama, irgendwas stimmt nicht mit Truffles. Sie hat wahrscheinlich nur Hunger, Liebes. Ups. Oh. Ich frage mich, wo Gino ist. Ich schaue besser noch einmal im Haus nach. Der Blick. Der Blick von dem Schwein. Ach, großartig. Das ist ja richtig toll. So, nächstes Level schaffen wir noch in dieser Folge, ne? Wir brauchen ja einen Tierarzt. Gino, halte nur noch ein wenig durch. Hilf Edward, ihn zu retten. Okay. So, Knoblauch-Focaccia bringt uns Bonustrinkgeld. Weiße Trüffel sind schnell vorbereitet. Super. Und als nächstes kaufen wir... was kaufen wir als nächstes? Komm, Paige, kaufen wir dich einfach mal. 100 haben wir jetzt noch. Sie wirft da alles rein, geil. Paige, was tust du da? Ich hatte doch gesagt, dass du da nicht hingehen sollst. Entschuldige, Mami. Ich dachte, dass Onkel Gino hungrig ist. Das ist schon okay, Süße, aber pass auf, dass du nicht zu nah rangehst. Warte, hast du Gino gesagt? Truffles hat es mir gezeigt. Oh, halte durch, Gino, wir holen dich da raus. Ich finde das manchmal so toll. Das macht Paige aber schon seit einiger Zeit, also seit einigen Spielen macht sie das. Und zwar teilweise immer so... Hä? Wie geht denn das hier? Okay, habe ich gerade nicht geklickt. Und zwar immer so niedlich mit dem Fuß so hin und her, weißt du, den Fuß so drehen auf dem Boden, irgendwie total niedlich. Das mit Edward kapiere ich gerade nicht. Muss ich das gedrückt halten? Was muss ich denn da machen? Muss ich das immer wieder anklicken? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Aber gut, boah, diese Knoblauch-Focaccia da unten, ey, sieht das gut aus. Hätte ich jetzt auch gerne. So, bitteschön. Da wird abgeräumt, dann das hier. Emily? Ich weiß nicht, was du tust. Ich weiß auch nicht, was er da tut. Oder macht er zwischendurch immer so ein bisschen weiter? Oh, Karl, ich habe dich gehört. So, drei davon, davon, davon. Ich glaube, ich muss immer gucken, ob er was macht oder ob er nichts macht. Emily, bringst du das mal bitte vorbei? Das hier, bitteschön. Ach so, ich muss ja noch abräumen, klar. So, dann abkassieren. Moment, jetzt mach da mal bitte weiter. Mach mal weiter. Irgendwie? Irgendwie? Hä? Seht ihr, dass das gar nicht wirklich vorangeht? Okay, ich bin ein bisschen überfragt. Paige, sammel mal bitte die Eier. Ja, verliert er gleich schon Herz. Oh nein. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Edward, mach weiter. Doch, ich glaube einfach, ich muss ihn immer wieder anklicken. Pecorino freigeschaltet. Super. Also immer wieder, wenn er so nach unten guckt, muss ich ihn anschauen, ne? Jetzt zwei Trüffel, das reicht doch erstmal. Oh, den hätte ich auf Vorrat machen sollen. Aber gut, wir warten jetzt eben kurz. Ach nee, das ist blöd, weil ich auch da oben hin muss. So, dann das hier und weiße Trüffel dazu. Bitteschön, dann das und das und nochmal weiße Trüffel. Ja, ich muss ein bisschen gucken wegen der Milch, aber ich muss ja hier auch gucken, dass Edward da alles irgendwie richtig macht. So, bitteschön. Das hier zweimal. Schnell abkassieren, da oben hin und melken. Edward, mach weiter. Leute, irgendwas ist da... Ach Gottchen, ich muss... Oh Gott. Ah Gott,
Ich muss klicken. Ja, jetzt kapiere ich das. Ich muss durchgehend klicken. Also nicht durchgehend, aber halt öfter mal miteinander. So, dann brauchen wir das und dann brauchen wir das für dich. Bitte schön. Paige, mach mal eben fix die Eier. Dann klicken wir noch ein bisschen. So, dann kassieren wir hier ab. Wir sammeln eben fix die Trüffel ein, klicken dann nochmal weiter. Ja gut, das kriegen wir aber jetzt noch hin, ne? Ich glaube, das schaffen wir noch. So, das ist für dich. Das ist für dich. Aufräumen. Und dann kann ich ja... Oh, da ist er ja fast. Kann ich ja in der Zwischenzeit immer mal wieder klicken hier. Auch wenn euch das jetzt wahrscheinlich nervt. Ich hoffe, jetzt hören nicht ganz so viele mit Kopfhörern. Die ganze Zeit dieses nervige Klicke. So, weitermachen. Wir haben es ja gleich. Los, Edward. Los, das kriegst du hin. Es gibt bestimmt 100 Bonuspunkte. 400. Oh, geil. 400 Bonuspunkte. Das ist echt nicht schlecht. So, Apfelwein, einmal Kohl. Der ist dann fertig. Den bekommt ihr. Weiße Trüffel und Gorgonzola für dich. So. Es dauert aber alles trotzdem ein bisschen lange. Ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Oh, zwei Spiegeleier, das schaffen wir nicht. Paige, sammel direkt mal ein paar mehr Eier ein. So, dann haben wir das hier auf jeden Fall. Dann kommt noch eins in die Pfanne. Und dann möchtet ihr gleich noch eins. Was ist denn da los mit euch? Was soll das denn? Den hier, das nochmal eben kurz rein. Den schon mal mitnehmen. So, das ist fertig, das ist fertig. Was habe ich jetzt vergessen? Ich habe alles für euch, ne? Bringe ich das eben vorbei, räume da auf. Dann bekommt ihr Gorgonzola und weißen Trüffel. Bitte schön. Sechsmal Milch, das passt soweit. Und das hier und die Focaccia, bitte sehr. Zwei Sterne erreicht, okay. Dich schicke ich dahin. Oh, die ganzen Trüffel, ne? Wie er sich darin suhlt. Total niedlich. So, Paige, du kannst ein paar Eier einsammeln, genau. Und wahrscheinlich, genau, brauchen wir jetzt auch wieder eins. Dann das nochmal dazu und den weißen Trüffel dazu. So, wir warten nochmal eben kurz, schnappen uns das, schnappen uns die Milch, räumen dann eben hier auf. Und ich habe mal wieder keinen Apfelwein auf Vorrat gemacht. Beppe, du gehst mal eben hier hin. So, dann ist der jetzt auch gleich fertig. Kann ich direkt den nächsten anstellen. Das ist dann für euch. Dann haben wir einmal Zwiebeln und Kohl und den dazu. Ach ja, haben wir doch geschafft. Ach, super. Kürbis freigeschaltet. Kleiner Kürbis, was sagst du dazu, Paige? Ist das nicht toll? Du bist jetzt auch verkäuflich auf Ginos Bauernhof. Das ist doch großartig. Das wünscht man sich doch als kleines Mädchen. Oh, wie süß sie manchmal ist. Echt, ey, sie ist so niedlich. Aber am besten finde ich das mit dem Fuß. Kann ich da jetzt noch was machen? Nee. Echt, das mit dem Fuß ist super, wenn sie das so macht. Aber leider kann ich das nicht immer sehen. Komm, ich helfe dir auf die Beine. Ah, lass mich runter. Ich glaube, dein Bein ist gebrochen, Onkel Gino. Wir rufen einen Arzt. Nein, keine Ärzte. Ich schaff das schon so. Gino, wir rufen einen Arzt. Okay, okay. Du kannst den Tierarzt rufen. Es ist sowieso Zeit für Truffles Untersuchung. Sieht gerade so total facepalm. Oh, der Gino, ne? Das ist einer. So, was sagen unsere Diamanten? 5 Stück. Das bedeutet, wir können... Was ist das denn hier? Wir können eine Taube kaufen? Ja! Lieber... Ach so, lieber Pietro, liebe Carmilla. Wir wissen, dass es nicht einfach für euch ist, diese Zeilen zu lesen. Aber dank euch konnte sich der Fischmarkt von Arabella und Marco überhaupt über Wasser halten. Wir möchten, dass ihr am Familientreffen teilnehmt. Seid ihr dabei? Voller Respekt, das Organisationskomitee für das Familientreffen. Das ist ja schön. Ich hoffe, Alessio geht's gut und der kommt auch. So, Paige, meine Liebe. Liebe Paige, wir laden dich ein, uns in Italien zu besuchen. Wie es bereits deine Mutter vor 30 Jahren getan hat, hältst auch du es in den Händen, dass dies das wunderbarste Familientreffen aller Zeiten wird. Sei dabei! Wir freuen uns auf deine Antwort, das Organisationskomitee für das Familientreffen. Und ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!